Alexander Schlager. Und ich glaube, es ist klar, dass wir euch allen die besten Wünsche, vor allem Genesungswünsche schicken. Und wir werden diesen Tag nicht vergessen. Liebe Freundinnen und Freunde, damit man sieht, dass dieser Tag auch direkte Konsequenzen hat, möchte ich kurz mitteilen, dass Volker Klenk, ehemaliger Landtagsabgeordneter der FDP, zwar seit 1982 nicht mehr Mitglied, aber jetzt zum Anlass genommen hat, neben dem, dass die Stuttgart 21 auf falscher Faktenbasis beschlossen wurde, schreibt er: Bestärkt in meinem Beschluss werde ich durch den brutalen Polizeieinsatz am 30. September im Stuttgarter Schlossgarten, bei dem auch gegen sehr junge Menschen Wasserwerfer, Schlagstöcke, Tränengas und Pfefferspray eingesetzt wurde. Ich selbst zähle zu den 400 Verletzten. Die politische Verantwortung für diese Barbarei tragen Herr Mappus und Herr Rech. Und damit wendet er sich an unseren Bundespräsidenten und gibt sein Bundesverdienstkreuz zurück. Ja, ich glaube, diesen Applaus hat er verdient. Wenn wir für einen Baustopp sind, dann heißt das nicht, dass man nicht wieder was wieder aufbauen kann. Und deswegen begrüßen wir jetzt hier die aktive Parkschützerin Silvia Heimsch von der Arbeitsgruppe Dokumentation. Sie wird uns hier kurz eine Idee des Bürgerbahnhofs vorstellen. Herzlich willkommen. Okay. Der Arbeitskreis Dokumentation hat sich innerhalb der AG Hauptbahnhof Stuttgart von Matthias Rosa gebildet. Er besteht aus Architekten und Denkmalpflegern. Wir haben schon vor Monaten uns um die Sicherstellung aller Planunterlagen über den Nordflügel gekümmert. Für die verletzten Demonstranten bleibt uns nur die Hoffnung auf vollständige Heilung. Die Wunde, welche dem Park zugefügt wurde, ist auf Jahrzehnte hinaus oder länger nicht wieder zu schließen. Uns bleibt nur die Trauer. Die brutale Amputation des Nordflügels, auf Projektbetreiberdeutsch behutsamer Rückbau genannt, konnten, ist hingegen nicht unumkehrbar. Sie ist auch nicht alternativlos. Ein Wiederaufbau ist problemlos möglich und für die Ausgestaltung und Nutzung gibt es unzählige Varianten, nämlich genau so viele, wie Sie alle hier Ideen haben. Dazu haben wir den Flyer Bürgerbahnhof erstellt, der an der Mahnwache und hier im Park am Runden Tisch erhältlich ist. Man kann ihn auch auf der Seite www.hauptbahnhof-stuttgart.eu herunterladen. Darin können Sie Ihrer Kreativität und Ihren Ideen freien Lauf lassen und schon mal überlegen, welche Nutzung Sie sich in dem wiederaufgebauten Nordflügel vorstellen könnten. Südflügel, der uns ja nun Gott sei Dank erhalten bleiben wird, gibt es ja bereits seit Jahren tolle Vorschläge für kulturelle und gastronomische Nutzung auf 8000 Quadratmeter Fläche in bester Innenstadtlage mit direkter Anbindung an den Park. Wir werden die Bahn noch diese Woche auffordern, uns die Organisation von Führungen im Südflügel zu gestatten, welche dieses Jahr am Tag des offenen Denkmals komplett ausfielen. Da blieb uns nur der Blick in das geöffnete Baudenkmal Nordflügel. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass wir bei der Firma Rongen 80 Tonnen Trümmersteine
für die Errichtung eines Mahnmals durch einen Künstler reserviert haben und für deren Erwerb wir auch noch Sponsoren und Spender suchen. Die Kontonummer steht auch im Flyer. Unsere Pressemitteilung zum Thema Bürgerbahnhof ging am Morgen des 30. September an die Presse und damit vollkommen unter. Darin war noch die Rede vom städtebaulichen und kunstgeschichtlichen Schaden, den die Projektbefürworter angerichtet haben und an den das Mahnmal erinnern sollte. Die Formulierung Schaden für die Demokratie hatten wir wieder gestrichen. Seit dem Abend des 30. September sehe ich das Mahnmal nicht mehr wie bisher vor dem wiederaufgebauten Nordflügel, sondern im Park. Und nicht nur die Demokratie kann getrost als Geschädigte mit aufgenommen werden, sondern auch die Natur und in allererster Linie die vielen körperlich und seelisch verletzten Menschen. Danke.